Portugal ist der Auftakt in die UEFA Nations League gelungen. Der amtierende Europameister bezwang am zweiten Spieltag Italien mit 1:0. Die Türkei drehte einen 0:2 Rückstand gegen Schweden in der Schlussphase. Fulham-Shootingstar Aleksandar Mitrovic setzte seinen Torlauf auch in der serbischen Nationalmannschaft fort. Hier findet ihr alle Ergebnisse der Montagsspiele der Nations League. UEFA Nations League, Partien des 2. Spieltags in der Division A Gruppe 3, Portugal, Italien 1:0, 0:0, die Highlights im Video, der 1:0 André Silva 48. Portugal übernahm nach rund einer halben Stunde die Kontrolle über das Spiel und kam erstmals gefährlich vor das Tor der Italiener. Zunächst kratzte Romagnoli einen Nachschuss von City-Star Silva für den bereits geschlagenen Donnarumma von der Linie, 27. 5 Minuten später fälschte Cristante eine Hereingabe von Rui an den eigenen Querbalken ab. Italien war zur Halbzeit gut bedient mit dem 0:0, André Silva markierte kurz nach dem Wiederanpfiff schließlich den verdienten Siegtreffer für die Iberer. Bayern Sanchez scheiterte in der 86. Minute knapp an Donnarumma, der überragend parierte. Juves Superstar Ronaldo stand gar nicht erst im Aufgebot der Portugiesen. Der Weltfußballer will sich auf seine Aufgabe in Turin konzentrieren. UEFA Nations League, Partien des 2. Spieltags in der Division B Gruppe 2, Schweden, Türkei 2:3, 1:0, die Highlights im Videotore, 1:0, Thelin, 35., 2:0, Klaassen, 49., 2:1, Kalhanoglu, 51., 2:2, Akbaba, 88., 2:3, Akbaba, 90. 2. Schweden überließ den Gästen den Ball und legte den Fokus auf ein schnelles Umschaltspiel. Die Türken hatten Probleme, hinter die beiden Abwehrketten der Schweden zu kommen, vielen Angriffen fehlte das nötige Tempo und kamen bereits kurz nach der Mittellinie in Stocken. Lange sah es nach einem Sieg für die Schweden aus. Leverkusens Thelin brachte die Hausherren mit dem Führungstreffer und der Vorarbeit zum 2:0 auf die Siegerstraße. Der Angreifer betrieb hohen Aufwand, führte die meisten Zweikämpfe, 23, und war an 5 Torschüssen direkt beteiligt. In einer wilden Schlussphase drehte Joker Akbaba von Galatasaray das Spiel mit einem Doppelpack im Alleingang. UEFA Nations League, Partien des 2. Spieltags in der Division Gruppe 1, Schottland, Albanien 2:0, 0:0, Tore 1:0, Jim City 47. ET 2:0, Naismith 68. Gruppe 4, Montenegro, Litauen 2:0, 2:0, Tore 1:0, Savic 34. Fe 2:0, Jankovic 36. Gruppe 4, Serbien, Rumänien 2:2, 1:0, die Highlights im Videotore 1:0, Mitrovic, 26. 1:1, Stanciu, 48. Fe, 2:1, Mitrovic, 63. 2:2, Tuch Udien, 68. UEFA Nations League, Partien des 2. Spieltags in der Division der Gruppe 1, Andorra, Kasachstan 1:1, 0:0, Tore 0:1, Lokwainenko 68. 1:1, Alas 84. Gelb-Rot, Mucikov 76. Kasachstan, Gruppe 3, Kosovo, Färöerinseln 2:0, 0:0, Tore 1:0, Zeneli 50. 2:0, Nuju 55. Für den Kosovo war es der erste Pflichtspielsieg der Geschichte. Die Nationalmannschaft ist seit 2016 im internationalen Fußball anerkannt und blieb in ihren ersten 10 Pflichtspielen sieglos, ein Unentschieden, 9 Niederlagen, Gruppe 3, Malta, Aserbaidschan 1:1, 1:1, Tore 1:0, Agios 10., 1:1, Khalil Zeid 26.